Hallo Fußballfreunde und willkommen zu PES 2019 mit Schalke 04. Und ja, zuletzt gab es dieses bittere Spiel gegen Liverpool. 0:1 haben wir dort verloren, sind somit raus aus der Europa League, obwohl wir das bessere Team waren. Das kann man schon so selbstbewusst sagen. Heute geht es weiter gegen Nürnberg. Das Spiel überspringen wir, weil auch in der Bundesliga aktuell nicht mehr viel zu holen ist. 30. Spieltag ist. Und ich habe mich dazu entschieden. Vielleicht sind viele von euch darüber jetzt nicht so glücklich, aber es ist die letzte Folge von PES 2019. Für mich macht eine zweite Saison einfach nicht so viel Sinn. Zum einen, weil wir mit Schalke eh aktuell ja noch bei FIFA eine Karriere haben. Zum anderen aber auch, weil es zeitlich aktuell schwierig ist. Es kommt jetzt auch nicht logischerweise auch nicht mehr so gut an wie am Anfang. Ist alles vollkommen in Ordnung. Viele von euch würden es sicherlich auch noch weiterhin gerne sehen, aber ich würde lieber mehr Wert und ja, wirklich auch mehr Engagement in die FIFA-Karrieren legen, denn da ist auch wirklich viel wie Liverpool, wie Schalke, auch noch unsere dritte Karriere. Also da ist wirklich sehr, sehr viel für euch zu gucken, für mich zu machen, und deswegen finde ich, ist das jetzt ein guter Abschluss bei PES. Wir spielen jetzt heute noch ein einziges Spiel und das ist das letzte Heimspiel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Vizemeister werden, dass wir da auf jeden Fall nochmal einen versöhnlichen Abschluss finden. Europa League war ja wirklich nicht schlecht, war halt einfach nur bitter gelaufen. Klar, der DFB-Pokal, klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber alles in allem war es eine bisschen gute Saison. Und ich denke mal, bei FIFA legen wir da jetzt nochmal ein bisschen mehr Wert drauf, dass da auch wirklich dann Titel bei rausspringen. Hier und heute ist wirklich das Ziel, Vizemeister zu werden und den zweiten Platz zu holen oder eher gesagt ihn zu behalten, wie auch schon in der vergangenen Saison, und natürlich dann auch vor Dortmund zu stehen. Das ist natürlich auch schon mal sehr, sehr viel wert. Derby-Sieger insgesamt sind was ja vor Dortmund zu stehen und Vizemeister, und wir verlieren mal mit 4:0 und somit sind wir nur noch einen Punkt vor Dortmund. Jetzt wird es natürlich nochmal spannend hier in den letzten beiden Spieltagen. Also jetzt haben wir nochmal die Spannung drin. In dieser Folge, in der letzten Folge mit PES 2019, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ich habe vorher PES nie wirklich konkret gespielt, das war das erste Mal. Ich finde die Meisterliga interessant. Ich glaube, man kann ja auch wirklich über mehrere Saisons sozusagen was aufbauen, weil auch wirklich es hier um Potenzial geht und so weiter und so fort. Aber ich finde, für dieses Jahr passt das dann. Wir werden dieses Spiel spielen gegen Gladbach, das heißt gegen Frankfurt nun. Werden wir simulieren und hoffentlich holen wir uns da einen Sieg. Das wäre sehr, sehr wichtig und das ist ein Unentschieden. Aber Dortmund hat verloren. Das heißt, wir sind noch Zweiter mit 2 Punkten Vorsprung. Das heißt natürlich, wir sollten das letzte Spiel gewinnen. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Wir haben alles in der eigenen Hand gegen Mönchengladbach. Da werden wir sicherlich auch nochmal Spieler wie ein Maxwell Cornet sehen, der ja zum Beispiel in der Europa League nur von der Bank gekommen ist. Also, es ist das letzte Spiel, was wir hier spielen. Wie gesagt, das war wirklich ein spannendes Projekt, denke mal, von euch. Oder viele von euch haben sich darüber auch gefreut. Wir holen uns wahrscheinlich auch noch einen Titel mit Guido Burgstaller ab. Und zwar Torschützenkönig. Wäre auch nochmal nice, dass wir den Titel sozusagen holen können. Heute gegen Gladbach werden wir natürlich nochmal ein bisschen umstellen. Die Form ist natürlich eine Sache, die ihr mir sozusagen beigebracht habt, dass ich darauf auf jeden Fall achten muss. Also, wir haben Fährmann natürlich im Tor, Salif Sané. Er bekommt dort mal wieder eine Chance. Stambouli hat eigentlich zuletzt sehr, sehr oft gespielt. Naldo Nassar, das ist klar. Denn es geht ja auch noch um was in dieser Folge. Ist jetzt nicht so, dass das einfach nur ein Freundschaftsspiel vom Charakter ist. Es geht wirklich noch um sehr, sehr viel. Caligiuri, der war raus. Dafür kommt Schöpf hinein und Schipka links vorne. Burgstaller, Cornet, Konoplyanka. Das passt auf jeden Fall. Skripski nehmen wir doch nochmal mit für Uth. McKennie für Mascarell, der ja in der Europa League gegen Liverpool dort von Anfang an dabei war. Also, und wenn ihr natürlich weiterhin Schalke sehen wollt, wenn ihr weiterhin das in Action sehen wollt, hoffentlich auch noch einen Ticken erfolgreicher, dann guckt gerne bei FIFA 19 vorbei. Da geht es aktuell wirklich rund. Es kommt sehr, sehr viel Material für euch zum Schauen. Ich habe auch richtig Bock, da wirklich noch weitere Spiele, noch weitere Monate, Jahre vielleicht auch dort zu spielen mit dem FC Schalke 04, unter anderem natürlich auch der FC Liverpool. Und hier ist also das letzte Mal die Felddienstarena in ihrem schönsten Glanze bei PES 2019. Sieht auf jeden Fall, finde ich, besser aus als bei FIFA. Auch das mit dem Spielertunnel ist einfach eine Anekdote, die einfach nur geil ist. Das muss man einfach so klar sagen. Sowas will man als Spieler haben. Choreografie ist wieder mal wunderbar.
und auf jeden Fall nochmal Motivationsschub für dieses Spiel gegen die Borussia aus Gladbach. Lang ist bei denen heute Capitano. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch ins Spiel hineingehen. Natürlich hoffen wir mal, dass Guido Burgstaller auch noch Torschützenkönig wird. Oder ja, Guido, wie er ja gerne ausgesprochen wird. Oder er es lieber hat. Gut, Trikots sind jetzt nicht so hammermäßig geil zu unterscheiden. Passt aber noch. Und somit läuft ja also das letzte Saisonspiel. Das letzte Spiel von uns bei PES 2019. Mit Schöpf, mit Cornet. Und nochmal mit Alessandro Schöpf. Und wir werden natürlich Guido Burgstaller füttern. Das versteht sich von selber. Aber natürlich, wenn ein anderer ein Tor schießt, ist es auch gut. Hauptsache, wir machen hier ein Tor. Denn ein Sieg wäre wichtig. Dann haben wir es in der eigenen Hand. Dann sind wir auf jeden Fall Zweiter mit dem Unentschieden. Müssen wir aufs Torverhältnis schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so genau ausschaut. Und bei der Niederlage wird es nochmal sehr, sehr spannend. Schöner Ball hier raus von Burgstaller auf Konoplyanka. Cornet kommt von unten. Und Wendt ist vor ihm leider Gottes zur Stelle. Aber gut gespielt. Und nun kommt der Eckball rein von Konoplyanka. Wir machen es natürlich wieder mit dem Sprint. Vielleicht erreichen wir so auch Guido Burgstaller. Der kommt gut hinein. Da ist Schöpf. Aber Hazard war es, glaube ich, der den erklären kann. Sané gegen Plea. Gut gemacht. Schöpf. Rudi und wieder Schöpf. Ah, nicht wirklich gut dann gemacht. Und wieder Alassane Plea. Raphael, der auch mal ein halbes Jahr zumindest für Schalke gespielt hat. Wir haben so ein bisschen Glück gehabt. Lang. Raphael wieder lang und Nastasic dazwischen. Oh, unnötiger Fehlpass hier. Plea und Rudi dann. Wunderbar aufgepasst. Sebastian Rudi vor der Saison von Bayern München gekommen und nun vielleicht die Chance mit Konoplyanka. Boah, macht das schick. Hätten wir uns auch sparen können. Naldo. Und den holt sich Burgstaller, Bentaleb. Und Schipka, Konoplyanka, Burgstaller geht da schön in den freien Raum. Da gehen aber vier Mann auf ihn drauf. Das macht es dann natürlich nicht einfacher. Plea, der sehr viel ackert, wie wir es auch schon aus der Bundesliga im Real Life kennen. Nastasic, Oczipka und Nabil. Bentaleb, Konoplyanka, Oczipka, wieder Bentaleb, Oczipka. Sehr gut hinten rausgespielt. Klasse befreit die auch. Auch wenn dann der Pass von Konoplyanka nicht wirklich gut ist. Naldo dazwischen. Also ich will auf jeden Fall nochmal, wir haben lange, glaube ich, die Torhymne auch gar nicht mehr gehört. Die will ich heute nochmal hören zusammen mit euch. Nastasic. Mit der Balleroberung und dem direkten Ballverlust. Nastasic noch einmal. Ronaldo geht da nicht hin. Meine Güte. Und dann haben wir Glück gehabt. Burgstaller, Konoplyanka. Ronaldo raus auf Schöpf. Das ist gut gespielt. Der nimmt Cornet mit. Gute Bewegung. Zakaria hat es einsteigen da. Und Bentaleb probiert es mal, aber lang kann ihn erstmal klären. Einwurf für uns mit Bastian. Oczipka, Konoplyanka, nochmal Oczipka. Und nochmal Konoplyanka, Flanke abgeblockt. Rudi, Einwurf für Gladbach. Ja, sind jetzt noch nicht offensiv so richtig gefährlich geworden heute. Ich würde sagen, wir können uns nochmal umstellen auf ein bisschen offensiver. Morgen Hazard. Kretschmer mit Schöpf unnötig ins Leere. Plea gegen Naldo ist natürlich auch ein Hammerduell. Und Rudi Schick, Konoplyanka, klasse Ball, sehr gut gesehen. Direkte Flanke, Elvedi hat das Köpfchen dazwischen. Aber wir bleiben im Ballbesitz mit Rudi, mit Burgstaller, mit Konoplyanka. Und mit einem harten Einsatz von Neuhaus war es, glaube ich. Kann man aber durchaus weiterlaufen lassen. Und Schipka und den kriegt Bentaleb nicht. Aber war dann gut zugestellt. Sommer. Und den holt sich natürlich Naldo. Cornet. Bentaleb. Nochmal Cornet. Hat da relativ viel Raum. Und das ist ein guter Pass. Das ist ein sehr guter Ball. Und Guido Burgstaller. Mit einer Top-Chance. Die musst du, wenn du Torschützenkönig werden willst, eigentlich machen.
Und hier ist unter Halbzeit 0-0. Ja, es ist jetzt nicht überragend, was wir hier spielen. Aber kurz vor der Pause nochmal die dicke Chance durch Burgstaller. Natürlich ist die Luft ein bisschen raus. Aber wir wollen diesen zweiten Platz. Und den haben wir mit dem Sieg sicher. Das heißt, ja, wir müssten ja eigentlich noch ein bisschen mehr zumindest machen. Ein bisschen mehr probieren. Ja, Wechsel machen jetzt nicht so den größten Sinn. Ja, lassen wir erstmal so, wie es ist. Wir gehen in die zweite Hälfte hinein mit Schalke 04 und kämpfen weiterhin um die Vizemeisterschaft, die natürlich ja durchaus auch was Ansehnliches ist. Ich meine, Bayern ist Bayern und hier ist Burgstaller. Guido Burgstaller! Riesenchance, klasse von Conné. Und Burgstaller, den muss er machen. Frei vor Sommer, klar, der macht natürlich auch schlau. Aber eigentlich, was ist das eigentlich? Der muss rein. Conné, schöne Bewegung, gute Flanke, Konoplyanka. Aber wieder Michael Lang dazwischen. Hermann gegen Nastasic. Immer noch Patrick Hermann und Šipka. Ja, der war im Aus. Einwurf für die Borussia mit Patrick Hermann. Und den holt sich Naldo. Ah, Zakaria dann zur Stelle. Nochmal Naldo. Es geht dann ticken zu einfach lang gegen Nastasic. Flanke kommt. Naldo nicht, aber Fährmann. Naldo nun am Ball. Rudi. Zakaria. Ball schon links weg. Das muss auf jeden Fall noch eine gelbe geben. Schöpf. Conné. Raphael raus. Auf Hermann. Der gegen Oczipka nun hier. Kommt vorbei an Oczipka. Ah, Nastasic. Sehr gut gemacht. Naldo braucht lange. Braucht viel zu lange. Hermann ist durch. Und Fährmann. Kann sich auch mal zeigen hier. Ralf Fährmann. Sehr, sehr gute Gelegenheit für Borussia Mönchen. Gladbach. Nur noch gelb für Zakaria. Klare Sache. Rudi, Ball ist weg. Boah. Haut da nur in den Mann rein. Wir sind mit Gelb auch wirklich gut dabei. Eckball kommt kurz. Und den holt sich Naldo dann. Nun vielleicht die Kontergelegenheit mit Rudi. Und mit Konoplyanka. Klasse gespielt von Rudi. Konoplyanka ist durch. Yevgen Konoplyanka. Riesenchance. Rudi, klasse gesehen, lang. Ist nicht auf der seiner Position und Konoplyanka ist durch, zieht ihn in die Mitte. Und dann muss er, oh, den muss er aufs Tor kriegen. Riesenchance, die wir liegen lassen mit Yevgen Konoplyanka. Jan Sommer mit dem langen Ball, Sané. Ah, kommt dann nicht ran. Hazard, Plea. Oh, Naldo mit der Grätsche ins Leere, Plea, Fährmann. Und Oczipka, langer Ball, Konoplyanka. Bentaleb, da hat Conné Platz. Ja, nicht gut gespielt. Wäre vielleicht auch abseits gewesen. Den holt sich aber Nastasic. Schöpf, wir sind jetzt durchaus auch am Drücker. Nun mal mit Konoplyanka, den kriegt er noch. Komm. Ah. Und nun ist der Ball drin. Also, Abschuss hier für Borussia Mönchengladbach. Jan Sommer. Mit dem langen Ball noch gute 20 Minuten zu gehen. Wir wollen ja natürlich noch das Tor machen. Das Ding gewinnen am letzten Spieltag. Konoplyanka sehr gut aufgepasst. Burgstaller. Wir bräuchten natürlich im Kampf um die Kanonen und Türchen. Er führt ja aktuell. Aber darauf sollten wir uns jetzt nicht verlassen. Schöpf. Auch wenn man sagen muss, Burgstaller hat eigentlich seine beiden Chancen gehabt, wo er hätte treffen können, wenn nicht sogar müssen. Und nun kommt Hazard. Da muss nun Sané hinterher. Hazard mit der Flanke, Nastasic. Bentaleb, Oczipka. Ah, lang holt sich den. Kriegt den Sané. Nein, Achtung, Fährmann. Nun vielleicht die Chance, schnell umzuschalten, Rudi. Und jetzt haben wir die Kugel. Bentaleb, Burgstaller. Und Rudi, da hatte Conné viel Platz auf der Seite. Und nun Lang und Sommer. Und Nastasic.
pflückt heute jeden Ball runter. Rudi. Ah, laufen wir uns fest. Hätten wir früher spielen müssen. Plea und Thorgan Hazard. 8 Minuten noch zu gehen. Der Belgier Hazard gegen Sané. Kommt zur Flanke. Da ist Plea. Lässt den durch. Hermann, Hermann. Nochmal Hermann. Und er kann ihn eigentlich einschieben. Riesenchance für Gladbach. Haben wir richtig Glück gehabt. Hazard kommt viel zu einfach bei Plea. Klasse durchgelassen. Hermann hat viel Zeit. Und macht den nicht rein. Riesenglück für uns. Abschluss nun mit Ralf Fährmann. Und da müssten wir eigentlich Rudi ins Spiel bekommen. Jawohl. Sebastian Rudi hat jetzt hier auch mal relativ viel Raum. Ah, hätten wir Burgstaller schicken können, Rudi. Hier haben wir jetzt Burgstaller. Burgstaller. Boah. Wurstelt sich da fast mit dem Kopf durch die Wand durch. Und nun nochmal Gladbach mit Traoré. Der ist frisch. Aber Naldo ist zur Stelle. Schöpf. Rudi. Nabil. Bentaleb. Rudi. Corné. Burgstaller. Guido Burgstaller. Und Hermann Plejan. Josip Drimic. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Zumindest jetzt hier nicht mit einer Niederlage rausgehen. Fährmann. Überragend. Und da ist der Abpfiff. Also, es ist zu Ende das Kapitel mit dem FC Schalke 04 und PES 2019. 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Kein schlechtes Ergebnis, vor allen Dingen, weil Gladbach hier auch 2-3 hundertprozentige hatte. Wir hätten eigentlich auch ein Tor machen können durch Guido Burgstaller. Er hatte eine Chance, sich die Torjägerkanone auf jeden Fall schon mal zu sichern. Vielleicht hat er sie trotzdem. Ja, das war das letzte Spiel der Saison. Und ich hoffe mal ganz stark, dass wir uns die Vizemeisterschaft geholt haben. Und zumindest so ein kleiner Titel, wenn man das so sagen möchte, hinter den Bayern Zweiter zu werden. Das wäre schon ordentlich. Insgesamt, wie gesagt, können wir mit dem Spiel zufrieden sein. Fährmann hat uns hier das Unentschieden besorgt. Ich bin gespannt, was Dortmund jetzt geleistet hat. Ja, also wir sind nicht Vizemeister geworden. Borussia Dortmund hat sich den zweiten Platz gesichert, punktgleich mit uns. Das ist bitter, das war unnötig, weil wir das Ding hätten auch gewinnen können. Aber naja, wir sind Dritter geworden, wir würden somit nächster Champions League spielen. Also wir haben die Saisonziele, denke ich mal, auf jeden Fall erreicht. Damit können wir zufrieden sein. Jetzt noch abschließend die Frage, ist Burgstaller wenigstens Torschützenkönig? Damit wir da zumindest schon mal die Trophäe erhalten. Ich bin sehr gespannt, Guido Burgstaller. Und gucken wir mal ganz kurz drauf. Also jetzt wird der Nationalmannschaftskader bekannt gegeben und jetzt natürlich die große Frage, hat Burgstaller die Kanone oder nicht? Er hat sie. Guido Burgstaller hat die Torjägerkanone gewonnen. In diesem Sinne, wir haben zumindest einen Titel geholt. Das ist die Torjägerkanone. Das ist, ja, das ist schon mal was. Wir haben den dritten Platz erreicht, somit ein gutes Ergebnis. Europa League knapp gescheitert am Viertelfinale. Champions League war natürlich ein bisschen enttäuschend, wie auch der DFB-Pokal. Aber alles in allem war es ein spannendes Jahr mit Schalke 04 bei PES. Wir haben viel erreicht und ich bin sicher, bei FIFA 19, wo du jetzt hoffentlich vorbeischauen wirst, werden wir noch mehr erreichen. Und genau da werden wir uns wiedersehen.